Im Kulturhaus der Stadt Bruck an der Mur konnten die Seniorentage nach einer dreijährigen Pause Corona-bedingt wieder stattfinden. Es waren zwei unterhaltsame Nachmittage für alle Bruckerinnen und Brucker ab 70. Zu erwähnen ist auch, dass diesmal die Seniorentage eine Jubiläumsveranstaltung darstellen. Sie finden zum 30. Mal statt. Ja, drei Jahre nicht stattgefunden aufgrund von Corona und gestern und heute wieder hier rund 350 Personen pro Tag. Und das freut uns natürlich ganz besonders und die Menschen haben Freude. Wir laden ja alle Seniorinnen und Senioren ab 70 Jahre ein. Es war gestern schon ein ganz toller Nachmittag und heute ist es auch voll und seitens der Gemeinde, wir freuen uns. Es ist ja nicht so einfach. Jene Personen, die mit Rollstühlen in das Kulturhaus kommen, brauchen Unterstützung. Die Einsatzkräfte-Rettung ist hier, die bringt wirklich die Seniorinnen und Senioren aus den Pflegeheimen hierher. Und so wie man gestern gesehen hat, sie haben getanzt, sie haben Freude gehabt, sie haben Tränen in den Augen gehabt. Und wir als Stadtverantwortliche werden uns immer für die Seniorentage einsetzen, weil es einfach was Besonderes ist, für die Seniorinnen und Senioren einen tollen Nachmittag zu verbringen und auch wieder mal alte Bekannte zu treffen. Herzlichen Dank. Für die Unterhaltung sorgen diesmal die Scheinheiligen. Hallo, wir sind die Scheinheiligen und das ist der Hansi, das ist der Hiden Michael, der hat hier übrigens ein Trachtengeschäft in Bruck an der Mur und mein Name ist der Erich und wir sind, wie gesagt, die Scheinheiligen und spielen heute für die Senioren in Bruck an der Mur auf und das freuen wir uns sehr, sehr drauf. Es ist das 30. Mal, dass diese Veranstaltung in Bruck stattfindet. Die Seniorinnen und Senioren genießen in Bruck einen besonderen Stellenwert. Kann man das so festhalten? Die Senioren und Seniorinnen in unserer Stadt, das ist das Fundament, wo die Jungen darauf aufbauen können. Und die haben viel geleistet in ihrem Leben und haben sich diese zwei Tage verdient. Man kann es nicht oft genug betonen, es helfen sehr viele mit, dass die Seniorentage stattfinden können. Auf jeden Fall, also das Rote Kreuz in Bruck an der Mur ist hier ein ganz wichtiger Partner. Die sorgen dafür, dass die älteren Herrschaften aus den Pensionistenheimen sicher zu uns herkommen können und betreuen die Menschen auch hier bei der Veranstaltung. Und da sind wir sehr dankbar um dieses ehrenamtliche Engagement. Aber auch ein Plauscherl der Stadtobrigkeiten mit den Seniorinnen und Senioren werden sehr positiv aufgenommen. Ja, also wenn man so durchgeht bei den Leuten und grüß Gott sagt und wie es ihnen geht, dann kann man ein bisschen plaudern und natürlich auch die Musik macht ihnen viel Spaß. Gell? Ein bisschen mitschunkeln, ein bisschen mitsingen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig für die Seele und das bieten die Seniorentage und das Miteinander und vor allem, dass man auch als Stadt zeigt, dass sie uns willkommen sind, die Senioren. Die Scheinheiligen machten dieses Fest zu dem, was es sein soll. Unterhaltsam mit viel Witz zwischendurch. Die Stadt Bruck an der Mur und die Wirtschaftskammer Steiermark starten gemeinsam einen neuen Business Talk. Ziel ist es, Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen eine Plattform für den Austausch und das Networking zu bieten. Die Auftaktveranstaltung fand am 27. September im Brucker Stadtsaal statt. Bürgermeisterin Andrea Winkelmeier und Wirtschaftskammer-Regionalstellenobmann Erwin Fuchs begrüßten rund 100 Gäste. Wie wichtig ist der Business Talk für die Gemeinde und Wirtschaft?
Ja, ganz wichtig für die Stadt Bruck an der Mur. Heute das erste Mal stattgefunden, der Business Talk, entstanden eigentlich durch einen Wirtschaftsgipfel, durch Wirtschaftstreibende, der Wunsch, hier einfach ein Wirtschaftstreffen zu haben, wo sich alle untereinander vernetzen. Und dieser Business Talk soll ja 8-mal im Jahr stattfinden, also 4-mal hier im Stadtsaal und 4-mal an der Wirtschaftskammer, weil das ja eine Zusammenarbeit auch mit der Wirtschaftskammer ist. Ja, und das soll eben spezifisch sein, Gespräche zu führen, gewisse Themen aufzugreifen oder auch, dass Firmen sich präsentieren können. Und ich denke, für die Zukunft ist das sicher eine tolle Sache. Wir wollen den Kontakt zur Wirtschaft wieder stärken und haben ein neues Format ins Leben gerufen. Das ist dieser Business Talk, den wir gemeinsam mit Unternehmern und Vertretern aus der heimischen Wirtschaft weiterentwickeln wollen. Es geht darum, ins Gespräch zu kommen, zu wissen, wo der Schuh drückt und ganz einfach auch der gegenseitige Informationsaustausch in einem neutralen Ambiente. Und ich glaube, dass der Auftakt sehr gut war und Wirtschaft und Staat sollen gut zusammenarbeiten, damit sich Bruck an der Mur auch gut entwickeln kann. Ich finde, es ist sehr wichtig, dass das wieder so auflebt, dass vor allem die Wirtschaft damit einbezogen wird. Gemeinde mit Wirtschaft ist ja eines und das soll wieder verstärkt sein oder verstärkt werden, wie es in der Vergangenheit schon üblich war. Und ich glaube, der erste Ansatz kommt sehr gut rüber. Und ich freue mich, dass jetzt die Wirtschaft und die Wirtschaftskammer da wieder mehr eingebunden wird. Und wir werden natürlich die nächsten Veranstaltungen noch vertiefen, damit auch die Wirtschaftstreibenden ihre Anliegen dann an den Mann bringen oder an die Frau bringen können. Was bringen solche Veranstaltungen der Wirtschaft? Wir haben eine Weiterentwicklung vom bisher bekannten Wirtschaftsfrühstück durchgeführt. Wir wollen wieder die Vernetzung der Unternehmerinnen und Unternehmer vorantreiben. Na, ich finde, diese Veranstaltung war eine gute Idee, dass man sie jetzt ins Leben gerufen hat. Und der neue Schwung wird wahrscheinlich viele gute Ideen wieder mit sich bringen. Und ich finde es auch ganz, ganz wichtig, dass die Wirtschaft mit der Politik kommuniziert. Ich bin ja beides in einer Person. Aber man sieht, wir haben wieder neue Menschen dazu gewonnen. Es war die alte Veranstaltung halt schon sehr eingelaufen und da waren immer wieder die gleichen Ideen. Neuer Wind ist immer gut. Inhaltliche Schwerpunkte des Business Talks sollen der Austausch über aktuelle Geschehnisse und innovative Unternehmen sein. 8-mal pro Jahr sollen an unterschiedlichen Zeitpunkten genetzwerkt werden. Sind solche Veranstaltungen für Unternehmerinnen und Unternehmer wichtig? Man redet, wie es einem geht. Vielleicht kommt durch die Vernetzung der eine oder andere Auftrag zustande. Aber grundsätzlich kriegt man ein gutes Bild von der Region und kann sich dann in die Unternehmen reinversetzen. So wie bei uns als Medienunternehmer ist es wichtig, dass wir wissen, wie geht es den Unternehmen draußen, was brauchen sie, aber auch was braucht die Region. Wir haben viele Initiativen, die wir setzen mit dem Karrieretag Lehre oder auch mit der Bildung für alle, mit der Bildungsmesse, die im Jänner 24 kommt. Versuchen wir einfach für die Region Impulse zu setzen, weil es ist einfach wichtig, dass die Menschen, die hier leben, sich hier wohlfühlen und dass wir auch einen Zuzug haben, dass viele Menschen sagen, wir kommen gern nach Bruck, wir wollen hier leben, das passt die Region, es passt der Handel, es passt das Freizeitangebot und das alles spielt eine Rolle und ist für Unternehmen ganz, ganz wichtig. Zu den Betrieben herrscht reger Austausch und wir versuchen natürlich nicht nur solche Veranstaltungen zu nutzen, auch die Geschichte mit Social Media oder anderen Formen der Kontaktaufnahme. Der nächste Business Talk findet am 3. November in der Wirtschaftskammer Bruck an der Mur statt. Ihr Einkaufs- und Fachmarktzentrum in Kapfenberg, der Euromarkt, lädt zum sünftigen Oktoberfest am Freitag, den 6. Oktober und am Samstag, den 7. Oktober. Es wird sehr viele tolle Aktionen und Angebote geben. Ebenso wird es das MEMA TV Glücksrad mit tollen Preisen geben. Holzstocknageln für groß und klein. Und natürlich für die musikalische Unterhaltung ist bestens gesorgt. Am Samstag starten wir dann gleich mit einem Frühshoppen mit Manuel Mascher. Für die Kleinen gibt es eine Hüpfburg und Herbstbuttons können bemalt werden. Ein Kasperltheater wartet ab 10 Uhr und ab 13 Uhr dann eine große Tanzparty mit Picasso und Nancy Sue.